Das Wetter ist schon wieder ziemlich ungerecht bei uns in Deutschland. Es geht von Dürre nach wie vor und hoher Waldbrandgefahr bis hin zu Überflutungsgefahr, weil eben so viel Regen in kurzer Zeit runterkommt durch ein Tiefdrucksystem, das sich um den Alpenraum herum bewegt und sich auch noch ein Stückchen nach Osten ausbreitet in Richtung Polen und die feuchte Mittelmeerluft über die Alpen zu uns schiebt. Vornehmlich eben in die Südosthälfte des Landes. Und da schauen wir jetzt nochmal genauer hin, wie sich die Regenzonen über dem Land verteilen. Wenn wir jetzt das Ganze mal aufsummieren, was da im Laufe des Freitages zusammenkommt, das sind erstaunliche Mengen. Das hatten wir schon länger nicht mehr. Bis zu 100 Liter oder sogar noch ein bisschen mehr. Hier wird angezeigt im Berchtesgadener Land. Andere Modelle sehen den Regenschwerpunkt eher im Allgäu. Also da gibt es noch ein paar Unsicherheiten. Aber sonst Richtung Nordwesten, da bleibt es weitgehend trocken. Und am Vormittag, da gibt es zwei Regenschwerpunkte. Einmal im Süden, vor allen Dingen Richtung Alpen. Da regnet es teilweise wirklich, was vom Himmel runtergeht. Vorsicht, Aquaplaningefahr auf den Straßen, auch einzelne Gewitter dabei. Und Schauer und Gewitter auch im Nordosten, Teile von Brandenburg bis vor die Tore von Berlin und Vorpommern davon betroffen. Im Westen mal Sonne, mal ein paar lockere Wolken. Und am Nachmittag ist der Regenschwerpunkt eindeutig hier im Südosten Bayerns. Immer noch ein paar kräftige Gewitter mit dabei und weiterhin auch Überflutungs- und Aquaplaningefahr. Im Nordosten ab und zu Schauer und Gewitter. Im äußersten Nordwesten zum Abend auch mal nass. Und dazwischen ein Streifen mit Sonnenschein und mit ein paar lockeren Wolken. Das Ganze bei zum Teil leicht böigem Wind aus West bis Nordwest. Zum Schluss noch ein Blick auf die Temperatur. Die steigt schon wieder bis auf 30 Grad am Rhein. Wo es regnet, ist es deutlich kühler.